Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind wieder in St. Petersburg in Russland im Jahr 1880. Und weil die letzte Staffel doch etwas zurückliegt, will ich kurz zusammenfassen, was zuletzt passiert war. Wir sind natürlich immer noch auf dem Weg erstmal in eine bürgerlich-liberale Gesellschaftsordnung, um von dort weiterzugehen in eine sozialistische, vielleicht sogar in eine weltrevolutionäre Ordnung. Das ist das große Ziel dieses Let's Plays, aber es gestaltet sich wirklich schwierig und naja, wir sind schon im Jahr 1880. Wir haben zuletzt zwei große politische Reformen versucht, die beide gescheitert sind an einer drohenden Revolution, die ich nicht erlauben wollte. Das war mir zu riskant. Man kann zwar in Revolution auch auf die Gegenseite gehen, aber wenn man dann scheitert, dann ist es wirklich Game Over. Da spielt man nicht irgendwie als dieses Land weiter. Das war mir zu heikel in der Lage. Zur Erinnerung, es ging einmal um die Einführung von Laissez-faire und zum anderen um die, ja, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, um das Thema Wahlrecht, genau, das war das große Thema. Ich glaube, Zensuswahlrecht wollten wir einführen. Beides hat nicht geklappt. Da gab es unter anderem Hinweise, ob es nicht besser gewesen wäre, auf Interventionismus zu gehen als Laissez-faire. Im Grundsatz vielleicht. Das Problem hierbei ist gewesen, also erstmal in der Sache ist Laissez-faire für uns jetzt gar nicht so viel besser als Interventionismus. Es geht vor allem darum, Traditionalismus wegzubekommen mit diesen ganzen negativen Faktoren. Aber das Problem ist, beim Interventionismus hätten wir erstmal basismäßig nur eine 5% Chance gehabt, während hier immerhin 15% waren. Deswegen habe ich das gewählt. Gegenwind waren hier 30, dort 21. Das ist jetzt also auch nicht so prickelnd. Naja, kann man sich streiten. Es ist möglich, dass wir das nochmal probieren werden, aber vielleicht mit Interventionismus, denn ich habe geschaut, es gibt tatsächlich Agitatoren, die sich für Interventionismus einsetzen. Laissez-faire gibt es nicht. Da haben wir nämlich zum Beispiel Louis-Napoleon Bonaparte, interessanterweise. Allerdings ist der schon 71, da das würde nur zu frustrierenden Todesfällen führen. Der wäre vielleicht ganz hilfreich, ein Grieche. Das Problem ist, dass der quasi durch seine Popularität, glaube ich, immer auch nur die Basischance verbessert, die man schon hat, oder die Unterstützung. Ist alles ein bisschen knifflig. So, Grundsatzproblem nach wie vor ist, dass der Zar Teil des Landadels ist, wir dadurch keine Regierung eigentlich bilden können ohne den Landadel, außer wir wollen hier eine total instabile Regierung haben und das ermöglicht eben kaum Reformen. Das ist das Grundproblem. Ich bekomme immer mal wieder folgende Hinweise, dass man den Zaren natürlich auch loswerden kann. Und da habt ihr völlig recht. Also würde man jetzt min-maxen und wirklich auf reines Zielorientierung spielen, was ich auch nicht irgendwie kritisieren möchte, absolut legitim, die Spielmechaniken dafür sind ja da, dann würde man Folgendes machen an dieser Stelle. Man würde ihn abdanken lassen. Das geht ziemlich simpel, indem man die Zustimmung der IG-Landversammlung auf unter minus 10 bekommt. Das haben wir ja schon hinbekommen. Oder eine aufständische Interessensgruppe hat, auch das ist möglich. Und mit der Abdankung, das würde in diesem Falle sogar richtig hilfreich sein, würde Zar Nikolai Romanow auf den Thron kommen. Und er wiederum ist nicht nur ein Reformer, sondern gehört den Intellektuellen an. Und damit hätte man dann freie Bahn. Ja, das mache ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich es für absolut unauthentisch erachte, dass ein russischer Zar in dieser Zeit irgendwie abdankt. Das würde nicht passieren, das möchte ich nicht. Auf diese Art und Weise möchte ich das hier nicht betreiben. Insofern werden wir mit ihm leben müssen, aber er ist immerhin schon 61. Also, ne? Ich würde mal sagen, in den nächsten ungefähr 15 Jahren, maximal 20 Jahren, wird er bestimmt sterben. Und dann, spätestens dann, haben wir hier einen Intellektuellen als Zaren, der das weiter vorantreiben kann. Aber wir werden auch vorher noch ein bisschen vorankommen. Das denke ich schon. Eine Sache, die machbar ist, und ich glaube, ich forciere sie jetzt auch gleich mal, wäre, dass wir die Regierung tatsächlich nochmal umbilden. Es gibt nämlich sowieso noch eine bessere Variante mit der orthodoxen Kirche zusammen. Warum will ich das tun? Weil die orthodoxe Kirche wird im Moment geführt von Valery Chibisow und der ist ein Reformer. Das heißt, wir können zumindest eine Sache wieder zurücknehmen,
nämlich die Geschichte mit den Frauenrechten. Da mussten wir mal ein Zugeständnis machen oder hatten uns das so überlegt. Wir bestätigen erstmal die Umsetzung. Das können wir jetzt wieder revidieren. Und ich glaube, das ist gar nicht so ohne dieses Gesetz. Auf den ersten Blick ist damit ja eine Sache verbunden. Nämlich, wir gucken uns das kurz an, plus 5% Beschäftigtenrate. Hier haben wir plus 5% Geburtsrate. Aber es gibt noch eine andere Geschichte. Alle Pops in Russland werden sofort ihre Interessensgruppenunterstützung überdenken. Und wisst ihr was? Ich glaube, also es hängt damit zusammen, dass in dem Moment, wo Frauen auch mitarbeiten, haben die ein Einkommen und werden im Spiel politisch anders bewertet. Das heißt, die werden jetzt auch relevanter für die Interessensgruppen. Und ich glaube, ich klicke das hier schon mal, ich glaube, dass der Absturz der Intellektuellen, den wir hier so ein bisschen erlebt haben, ab den 1870er Jahren, dass das damit zu tun hatte, dass wir da diese Veränderung wieder gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn mehr Frauen arbeiten, die Interessensgruppe auch ein bisschen stärker wird. Allgemein kann man aber sagen, dass der Landadel schon deutlich geschwächt ist. Ich erinnere mich an Zeiten, wo der über 40% war. Jetzt sind wir bei 21,8. Das Problem ist jetzt eigentlich die orthodoxe Kirche. Die ist jetzt die stärkste Macht und ist ja auch eine konservative Macht. Und um die runterzukriegen, müssen wir eigentlich weg von dem Schulsystem, das wir derzeit haben. Wir müssen in Richtung Privatschulen oder idealerweise öffentliche Schulen. Das wäre super wichtig. Führt aber keinen Weg hinein, weil das geht natürlich nur mit den Intellektuellen oder Industriellen in der Regierung, und mit denen ist halt im Moment keine Regierung zu machen, ohne nicht eine inakzeptable oder vielleicht sogar illegitime Regierung zu bekommen. Also da müssen wir noch ein bisschen gucken. Da wäre natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht gibt es dort Agitatoren, die sich dafür einsetzen. Könnte man vielleicht auch mal schauen. Völlige Trennung, Wahlrecht, Wahlrecht, Verwaltung, Zensuswahlrecht. Gehöftbauern, Staatsreligion. Nein, niemand kümmert sich um das Thema Schule. Schade, das wäre vielleicht noch ein Weg gewesen, um da Unterstützung zu bekommen. Gut, also soweit zu dieser innenpolitischen Angelegenheit, wie wir da jetzt erstmal weiterverfahren. Das heißt, erstmal versuchen, über Frauenrechte vielleicht noch eine kleine Änderung hinzubekommen und dann über den Weg Interventionismus zu gehen. Was ich noch vergessen habe im Rückblick, ganz so erfolglos waren wir am Ende nicht, denn wir haben hier die Geheimpolizei eingeführt. Das sollten wir nicht vergessen. Das auch nicht ohne. Das bedeutet, und wir gehen da schon auf Stufe 2, dass zukünftig wir viel besser mit Protestbewegungen und Revolutionen umgehen werden. Die Gefahr wird abnehmen und ich hoffe, dass wir dadurch auch mehr erreichen können. So, Innenpolitik mal beiseite gelegt, Außenpolitik. Unsere großen außenpolitischen Bemühungen richteten sich ja ihr wisst, was ich meine. Und zwar einmal gegen China, um hier in der Mandschurei Fuß zu fassen und Eroberungen zu machen. Das ist gelungen. Und zum Zweiten in gewisser Weise gegen Großbritannien. The Great Game, ein Zugang hier zum Indischen Ozean. Auch das ist nahezu vollständig erfolgreich gelungen. Insofern haben wir in der Region im Moment keine größeren Ambitionen, aber es gibt noch ein dritten klassischen Bereich der russischen Außenpolitik. Und ich würde sagen, den werden wir uns jetzt mal demnächst widmen. Nämlich, das ist hier einmal die Frontstellung gegen das Osmanische Reich. Der Versuch, ja, im Prinzip das Schwarze Meer zu kontrollieren, idealerweise. Und im Zuge der panslawistischen Bewegung hier auch sich so an die Spitze der slawischen Bevölkerung im Osmanischen Reich und teilweise auch in Österreich-Ungarn zu setzen. So, und genau sowas werden wir tun. Und ein idealer Ansatzpunkt ist, wie ich finde, erstmal Rumänien. Rumänien ist ein Partner des Osmanischen Reiches. Ich glaube, die haben die gewissermaßen auch zugelassen, dass sie gegründet werden. Es gibt ein Bündnis und eine Zollunion. Aber ich denke, da können wir so ein bisschen intervenieren. Als erstes habe ich gesehen, was ich eine ganz coole Sache finde, dass wir hier eine königliche Heirat unseres Thronfolgers anstreben können. Oder ist es eine von ihm selbst? Na, wir werden mal gucken. So, auf der Suche nach einem Ehepartner.
Zar Alexander Romanow sucht nach einer guten Partie in Form eines Partners von angemessener, distinguierter Herkunft. Okay, also es geht um ihn selbst. Aber wir sehen hier, dass wir tatsächlich in das rumänische Haus einheiraten können. Und das werden wir einfach mal versuchen. Diese königliche Hochzeit. Ja, gut, das bringt jetzt vor allem nur verbesserte Beziehungen, was jetzt gar nicht so entscheidend ist. Ich würde aber dann tendenziell gerne, glaube ich, ein Diplomatiespiel machen, um Rumänien zu unserem Protektorat zu machen. Das wird voraussichtlich zu einem Krieg mit den Osmanen führen, während die Briten eher auf unserer Seite sind. Das kann man, glaube ich, akzeptieren. Wir sind stark genug, um endlich diesen Konflikt anzugehen. Ich werde aber noch mal ein bisschen abwarten, weil wir müssen ein paar ökonomische Dinge noch machen. Aber wir haben eine königliche Hochzeit. Die Nation feiert den Bund der Ehe zwischen seiner gnädigsten Majestät, jetzt doch Nikolai, und dem reizenden Sprössling von König Leontin von Rumänien. Alles klar, es geht doch um den Thronfolger. Sehr schön. Wir können nur jene von höchstem gesellschaftlichen Stand einladen. Das heißt, es gibt uns noch mehr Einfluss, was noch mehr Verrufenheitsverfall gibt. Oder wir könnten seine Beliebtheit erhöhen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn er später Zar wird und Anführer der Intellektuellen, dann erhöht das weiter die Popularität der Intellektuellen. Wobei wir irgendwann gar nicht die Intellektuellen mehr haben wollen, sondern die Gewerkschafter. Aber ehe das soweit ist, ich weiß nicht so genau. Na, machen wir mal. 19 Jahre ist jetzt auch nicht ewig bis 1899. Machen wir eine grandiose öffentliche Hochzeit. So. Okay, also um die Sache vielleicht noch ein bisschen abzusichern, könnte ich mir vorstellen, dass wir mit Österreich nochmal, Österreich hat nämlich sehr gute Verhältnisse zu den Osmanen, dass wir da nochmal Beziehungen verbessern. Die sind sowieso eigentlich kooperativ eingestellt. Wie ist denn allgemein die Situation bei den Osmanen diplomatisch? Also, oh, mit dem Himmlischen Reich. Haben sie hier gute Verhältnisse? Mit Frankreich nicht. Mit Österreich und Preußen. Ja, okay. Dann ist es vielleicht nicht so schlecht, beginnen wir mal mit Österreich Beziehungen zu verbessern. So, und eine andere außenpolitische Angelegenheit betrifft Finnland. Hier könnten wir schon die Annexionen durchziehen, aber es sieht ganz so aus, als würden die Schweden auf der Seite der Finnen kämpfen, nachvollziehbarerweise. Und das ist ein Konflikt, den ich jetzt nicht unbedingt haben möchte. Gut, die Schweden sind jetzt nicht super stark. Aber vielleicht geht es ja auch ohne, indem wir mal eine. Oh, wartet mal, wir können einfach die Schulden übernehmen. Ah, sie wollen das nicht akzeptieren. Na, schade, okay. Das wäre natürlich ideal. Also, ich glaube, es ist doch so, dass wenn die eine Verpflichtung uns gegenüber haben, würden sie dann der Annexion zustimmen. Auf jeden Fall würde, glaube ich, der Wert hier besser sein. Im Moment ist es eine Wahrscheinlichkeit von 1. Ich glaube, die Verpflichtung würde irgendwie noch vielleicht sogar plus 50% geben, könnte ich mir vorstellen. Insofern machen wir Folgendes. Wir werden hier. Ich wollte gerade eine Finanzierung beginnen mit denen. Warum geht das nicht? Ach, das hat 100 laufende Diplomatiekosten und wir haben nur 95. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Wollen wir die Geschichte mit Österreich hier erstmal wieder rückabwickeln? Ja, komm, das ist mir jetzt tatsächlich sogar ein bisschen wichtiger. Andererseits, nee, das ist eigentlich wichtiger. Das andere können wir auch noch später machen, das eilt nicht. So, das dazu. Dann haben wir noch eine Forschung, die ich auswählen möchte. Ich habe mich entschieden, in Richtung Ausweisdokumente zu gehen. Das bringt uns plus 25 Besteuerungskapazität. Und das dürfte für unser Zarenreich gar nicht so ohne sein, denn das ist eines unserer größten Probleme, was wir in vielen, vielen, vielen Staaten haben. Und wenn wir da auf einen Schlag plus 25 Punkte bekommen, sollte das sich auf unsere Bilanz sehr, sehr gut auswirken. Okay, als allerletztes, und ihr seht am Beginn der Staffel wie immer viel zu tun, will ich mal wieder hier Gebäude umdisponieren. Und ich muss mich selber ein bisschen rügen. Ich bin immer ein bisschen, wie soll ich sagen, konservativ, was die Veränderung hier der Produktionsmethoden betrifft. Warum bin ich da ein bisschen konservativ? Erstens funktionierte das Spiel früher auch noch ein bisschen anders. Jetzt sind die Anpassungen
wie soll ich sagen, etwas sanfter alle. Und vor allem gucke ich immer auf den Markt und gucke, oh, wie sind die Marktpreise. Ja, ist ja alles easy. Wir produzieren zum Beispiel was weiß ich, eigentlich ausreichend davon. Und insofern brauchen wir doch gar nicht mehr produzieren. Aber das Ganze löst ja einen ziemlichen Entwicklungsschub und Folgereaktionen aus und erhöht vielleicht Gewinnspannen von Betrieben und. Hat viele Konsequenzen, reduziert Marktpreise noch weiter zum Beispiel für arme Leute. Insofern reguliert sich das alles schon irgendwie. Deswegen werde ich jetzt mal wieder eine radikale Modernisierung durchziehen. Und ihr dürft dabei sein. Also, wir machen einmal überall Nähmaschinen. Hinzu kommt im Übrigen, dass diese Zahlen, die angezeigt werden, mir auch oft nicht realistisch erscheinen, weil sie häufig vermutlich damit rechnen, dass wirklich alle Mitarbeiter zur Verfügung stehen, sofort zur Verfügung stehen. Und so würde es aussehen, wenn es wirklich maximal umgesetzt werden würde. Das Spiel macht das aber so schleichend. Also, wir machen Nähmaschinen. Und wenn hier irgendwas nicht produktiv ist, wisst ihr was, dann ignoriere ich das. Dann sind die halt nicht überlebensfähig, dann gehören sie da auch nicht hin. Möbelfabriken machen wir auch, mechanisierte Werkstätten. Mhm. Mehr Möbel, aber auch mehr Werkzeuge und so weiter und mehr Holz. So, bei diesen Alternativmethoden, das habe ich mal angeguckt, da ist eigentlich ganz in Ordnung. Glashütten machen wir Kristallglas. Dann gehen wir weiter. Wir machen bei Werkzeugen tatsächlich jetzt den Wasserrohrkessel. Wir machen bei den Papierfabriken auch den Wasserrohrkessel. Dann hier sind wir, glaube ich, so modern, wie es geht. Hier gehen wir auf Dampfschiffe, produzieren mehr Kriegssegelschiffe. Ich glaube, hier haben wir schon das Optimum. Hier auch bei den Kanonengießereien gehen wir auf Hinterlader. Bei den Munitionsfabriken müssten wir eigentlich auf Sprenggranaten gehen. Das ist aber das Einzige, wo ich ein Problem sehe, nämlich bei der Sprengstoffproduktion. Das lasse ich erstmal noch. Da müssen wir vielleicht doch ein bisschen behutsamer vorgehen, ausnahmsweise. Weil ich will nämlich auch in Minen noch mehr mit Dynamit arbeiten. So, hier ist soweit alles in Ordnung. Dann werde ich jetzt sogar ziemlich radikal hier Dünger nutzen, für die Roggenfelder zumindest. Das wird uns sehr viel mehr Getreide bringen. Natürlich auch den Düngerpreis belasten, da müssen wir mal gucken. Das ist okay, wenn der Getreidepreis sinkt, das ist gut für die kleinen Leute. Bei Weizen ist mir das ein bisschen zu übertrieben. Reisfelder können wir umsteigen. Viehhöfe. Ja, da könnten wir die Fleischproduktion nach oben bringen. Das wiederum könnten wir nutzen für Konserven. Ich mach's mal, wir gucken uns das mal an, wie das läuft. Und hier könnten wir sogar auf Stacheldrahtzäune gehen. Ja, auch das führt zu Ineffizienzen, ist mir aber egal. Das wird sich schon einrenken. So, und hier machen wir mal weiter. Bei den Eisenminen gehen wir auf Dynamit. Wobei, da muss ich jetzt doch noch mal kurz gucken. Da ist halt das Problem, ne? Das kostet wahnsinnig viele Sprengstoffe. Und der Eisenpreis ist dann doch wirklich okay, oder? Ist denn der Eisenpreis? Ja, wir produzieren eigentlich zu viel. Aber Leute, das ist jetzt einfach mal so ein Modernisierungsschub. Wir machen das. Wir gehen auf Dynamit. Wir gehen bei den Schwefelminen auf Dynamit. Wir gehen bei den Goldminen natürlich auf Dynamit. So, und der Rest ist hier soweit, glaube ich, in Ordnung. Wir machen aber auch Fischschlepper. Das passt. Ups, ich wollte noch nicht weitermachen. Eieieiei. Verklickt. Nochmal zurück hier. Habe ich hier noch was vergessen? Walfanganleger. Ja, das Problem bei den Walfängern ist, dass wir noch überhaupt gar keine Ölnachfrage haben. Insofern lohnt sich da jetzt, glaube ich, noch keine Modernisierung. Und hier sind wir gut dabei. Okay, das waren diese Veränderungen. So. Dann gab es ein paar Änderungen bei den IGs. Was die Zustimmung betrifft, Landadel ist bei minus 5, weil wir jetzt Eigentumsrechte beschließen wollen, aber Gott sei Dank nicht in revolutionärer Stimmung. Okay, dann lassen wir jetzt mal ein bisschen laufen und dann gucken wir uns mal unseren Markt an und checken, ob wir selber irgendwo eingreifen müssen. Hier sieht alles gut aus. Wir sollten aber jetzt ein bisschen mehr mit Exporten arbeiten. Oh, wir haben Einfluss jetzt nochmal richtig verloren. Ach so, wahrscheinlich auch wegen der IGs. Das kostet uns Prestige. Das könnte beim Handel nochmal eine Rolle spielen. Dann
doch nochmal wieder zurück, doch keine Beziehung verbessern, dann doch lieber hier die Finanzierung beginnen. So, mal gucken, ob wir da eine Verpflichtung erhalten. So, hier sind wir im Minus, weil wir aktuell noch bauen. Wenn das vorbei ist, müssten wir wieder bei plus minus null sein. Gucken wir mal. So, ich wollte mir mal den Markt anschauen und wollte ein bisschen exportieren. Also, wir könnten Getreide exportieren. Da haben wir natürlich jetzt richtigen Überschuss. Könnten wir mal ein bisschen Zolleinnahmen erzeugen. Mal gucken, was hier möglich ist. Ja, in den britischen Markt, warum nicht? In den preußischen Markt, in den britischen Markt. Das lohnt sich von den Mengen her doch einigermaßen. Haben wir hier noch irgendwelche... Es gibt Handelsrouten Getreide? Hä? China? Wir kaufen von China Getreide? Ernsthaft? Ist das eine Route, die wir selber bestimmt haben? Nee. Okay, das wird sich China jetzt, glaube ich, überlegen. Wobei, es ist ja noch billiger geworden. Sie werden sich das nicht überlegen. Okay, da werden wir was tun. Wir haben sehr viel Möbel. Gehe ich auch mal ein bisschen weg. Also ein bisschen Zollannahmen möchte ich schon haben. Auch hier haben wir eine Handelsroute nach Frankreich. Auch hier muss ich gucken, ob es meine eigene ist. Wir wollen lieber eine Exportroute. Ja, nach Großbritannien, super. Und nach Preußen. Das sind aktuell unsere besten Handelspartner, wie es aussieht. Gucken wir auch hier nochmal rein. Nee, aber Möbel... Das waren deren Routen. So, dann haben wir sehr viel Kleidung. Hier gibt es keine Handelsrouten. Machen wir eine Exportroute nach Preußen und nach China. Und nach Großbritannien. Ist okay. Mal sehen, das könnte uns jetzt auch echt ein paar Zolleinnahmen über Zeit bringen. So, das ist soweit in Ordnung. Tuch lassen wir mal so für die Vorproduktion, nicht schlecht. Der Rest, damit bin ich zufrieden. Gucken wir uns, oh ja, Sprengstoffe ist das große Problem. Hier müssen wir jetzt echt, hier müssen wir wahrscheinlich selbst mal ein bisschen eingreifen. Seide, Glas, Eisen. Eisen ist sehr günstig, ist aber eigentlich für uns ganz gut. Das lassen wir einfach so. Und beim Dünger und bei den Sprengstoffen müssen wir was tun. Mhm. Wie sieht es hier aus? Fleisch. Okay, das können wir aber halt... Stopp, da können wir noch was ändern. Wir könnten jetzt die Lebensmittelindustrie so richtig voranbringen, indem wir in Konserven investieren. Gucken wir mal kurz. Ich weiß nicht, 37. Wir könnten halt jetzt Fleischkonserven machen. Wir verbrauchen damit 413 Fleisch. Ja, ist okay. Das machen wir. Fleischkonserven. So, was bedeutet das jetzt? Lassen wir wieder ein bisschen laufen. Was bedeutet das jetzt für die Lebensmittel? Sind deutlich günstiger geworden, was gut ist. Was gut ist für unsere Leute. Und Fleisch hat sich auch ein bisschen stabilisiert. Können wir aber sicher noch einen Export machen. Können wir sicher noch einen Export machen? Wir gucken mal. Ja, schaut mal. Britischer Markt. Chinesischer Markt. Preußischer Markt, unsere großen Handelspartner. Ist doch super. Obst können wir auch noch verkaufen. Auch da gibt es noch Handelsrouten, die aktiv sind. Ach, schaut mal, wir sehen doch hier, oh, die sind hier unter angezeigt. Das hätte ich ja hier schon manuell steuern können. Eine Exportroute haben wir schon. Gibt es noch eine? Ja, das lohnt sich kaum für 18. Machen wir das nicht. Gut, Obst ist soweit in Ordnung, Spirituosen, das würde ich sagen, lassen wir alles. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, Munition könnte ein bisschen billiger sein, da könnten wir noch eine Umstellung machen, aber vorher müssen wir uns um das Thema Sprengstoffe kümmern. Also, Sprengstoffe. Wo werden Sprengstoffe produziert? Bei uns. Da und da. Okay, Ural und Saratow. Und natürlich Kleinpolen. Dann gehen wir mal da rein. Also, Ural. Sprengstoffwerke. Nur eins. Das Problem ist der hohe Düngerpreis. Das heißt, ehe man hier weitermacht, müsste man eigentlich mit der Düngerindustrie weitermachen. Und wir haben... Ah, schaut mal, hier wird sogar schon eine ausgebaut.
Ich würde sagen, wir bauen selbst hier auch noch eine aus und bauen hier die Sprengstoffwerke um 2 aus. Gehen dann nochmal zurück, sehen hier nach Saratov. Sprengstoffwerke auf Stufe 2. Gibt es dann hier Dünger? Okay, Dünger ist hier ganz okay. Machen wir auch nochmal 2 und dann schauen wir hier nach Kleinpolen nochmal. Wie da der Stand der Dinge ist. Hier wird sogar noch ein bisschen eingestellt. Okay, das Ganze wird jetzt wahrscheinlich lukrativer werden. Aber hier haben wir ein Düngerproblem. Und wir produzieren hier auch keinen Dünger, weil hier auch kein Schwefel ist. Ne? Ist die Frage, ob man trotzdem hier eine Düngerfabrik startet. Bin ich mir nicht sicher, aber wir machen es mal. Schwefel ist nämlich dann am Ende auch noch ein großes Thema. Und Schwefel ist ja Mangelware. In unserer Eigenproduktion. So, hier haben wir Schwefel. Hier wird weiter eingestellt. Voraussetzung ist wiederum die billigen Sprengstoffe, die wir hier nicht haben. Aber das kommt ja jetzt. Deswegen machen wir hier nochmal 2. So, okay. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Bauaufträge. Das heißt, unsere Bilanz wird das nicht so richtig mögen. Aber das muss jetzt erstmal einmal durchgezogen werden, damit wir eine vernünftige Anpassung bekommen. Was haben wir hier? Wir haben hier in Norddeutschland ein Diplomatie-Spiel, was uns nicht interessiert. Was man ein bisschen bedenken muss beim Thema Osmanen, ist, dass wir im Moment technologisch ein bisschen vorne sind. Ich habe mir ihre Armee mal angeschaut. Sie haben... Es ist auch eine super umständliche Sache, sich das anzugucken. Sie haben Plänkler, sie haben mobile Artillerie und Lanzenreiter. Und unsere Armee besteht halt schon aus Schrapnellartillerie. Das ist der entscheidende Vorteil. Insofern dürften wir es auch nicht zu sehr herauszögern. Aber gut. So, Realismus ist freigeschaltet. Das ist für Kunsthochschulen relevant. Und ich würde sagen, da werden wir dann auch gleich die Veränderungen hier durchführen. Realismus bringt am Ende mehr Kunstwerke, mehr Prestige, glaube ich auch. Und hier, oh, warte mal, hier können wir auch noch was ändern. Wichtig, wichtig. Unabhängige Künstler wollen wir natürlich haben. Hätte ich das schon länger machen können? Möglicherweise. Und hier wollen wir... Wir wollen Freikirchen haben, weil dadurch weniger Kleriker beschäftigt sind. Genau. Gut. Chinin breitet sich aus. 22%. Oh, und wir haben boomende Industrieerfolge abgeschlossen. Das ist schön. Wegen der jüngsten Erweiterung Sachen Produktion und Verbrauch von Sprengstoffen in unserem Land gibt es viele Debatten darüber, ob das Militär oder die Industrie den Vorrang haben sollte. So, was können wir tun? Sprengstoffdurchsatz. Das würde natürlich jetzt genau das Thema sein. Kohleminen, Eisenminen, Bleiminen, Schwefelminendurchsatz oder Militärsektor? Ich würde sagen, wir machen, glaube ich, das Sprengstoffwerke-Durchsatz. Damit ist allen geholfen und das dürfte uns ein bisschen entlasten, oder? Ja, wir gehen auf immerhin plus 58%. Ist immer noch ein Thema. Also, es wäre natürlich schön, wenn wir so viel Sprengstoff haben, dass wir die Munitionsfabriken auf Sprenggranaten umstellen könnten. Kostet halt nochmal 119. Ja. Würde auf jeden Fall den Preis der Munition nochmal drücken, was das Kriegführen günstiger macht. So, sagt mal, wir haben sehr, 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 sehr viel Bürokratie. Das heißt fast schon, wir können wahrscheinlich schon eine nächste Reform hier machen. Ich werde mal nicht die Bildung auf Stufe 3 bringen, einfach weil ich nicht die orthodoxe Kirche jetzt noch stärker machen will. Insofern gehen wir, glaube ich, lieber auf Gesetzeshüter Stufe 2. Weniger radikale und Staatsabzüge durch Aufruhr ist sicher was, was wir sinnvoll nutzen können. Oder? Wobei, wartet mal. Wenn das hier eingeführt wird, ist uns das hier schon abgezogen worden, diese 912?
Haben wir die jetzt wirklich über? Wisst ihr was? Ich warte lieber nochmal die 26 Wochen ab. Ich bin mir da bei der Mechanik nicht hundertprozentig sicher. So, wir haben schon ein Defizit von minus 60.000. Naja, ein wegweisendes 70.000. Ein wegweisendes Verfahren. Vorankommen im Beschluss Eigentumsrecht. Ein Verfahren vor Gericht hat die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich gezogen, denn der Richter hat entschieden, dass häusliche Gewalt ein Scheidungsgrund ist. Ui, okay, feiern wir nicht zu laut. Plus 10%. Oder plus 20%, aber dann ist der Landadel über 5 Jahre wieder sauer. Nee, das will ich nicht riskieren. Wir sind jetzt schon bei minus 6. Okay, alles klar. Und wir kommen jetzt auch schon wieder in Richtung Radikalisierung. Insofern machen wir nur das. Könnte sein, dass es hier echt schon wieder Stress gibt mit dem Landadel. Ja, je länger das dauert, umso mehr werden die jetzt hier wieder absinken. Na gut. So. Österreich-britische Rivalität beendet. Das ist gut für uns. Niederlande hat da irgendwas vor. Wir erklären die Neutralität. Ich denke, die Geschichte mit Rumänien und den Osmanen starten wir, wenn wir unsere Baumaßnahmen abgeschlossen haben. Ich will einfach nicht, dass wir ein zu krasses Defizit hier haben. Ich meine, es wird dennoch relativ hoch sein, weil wir da, ich schätze mal, ziemlich all-in gehen müssen. Okay, Landadel scheint sich wieder ein bisschen zu beruhigen. Welcher Faktor auch immer da jetzt eine Rolle gespielt hat. Gut. Interessanterweise baut die freie Wirtschaft auch Düngerfabriken. Das ist sehr lobenswert. Auch Schwefelminen. Ich muss sagen, ich wiederhole nochmal, ich finde, wie die freie Wirtschaft hier baut, das gefällt mir ganz gut. Hier und da, also wir müssen eigentlich vor allem bei diesen ganzen öffentlichen Investitionen, und so ist es ja auch irgendwo realistisch, was tun und dann in manchen Schlüsselindustrien im Moment bestimmte Strukturbrüche, Veränderungen. Der jüngst veröffentlichte Aufsatz, Hysterie bei Frauen, hält viel Zuspruch und der Medizin. Der Aufsatz wird von den Antifrauenrechtlern als Propaganda gegen bestimmte Gesetze genutzt. Das ist schlecht. Minus 10%. Wir könnten hier zocken oder wir sagen, okay, einen Rückschlag nehmen wir in Kauf und geben uns nochmal 10%. Ja, nehmen wir uns die Zeit, eine umfassende Gegendarstellung zu veröffentlichen, riskieren wir das Ganze mal. Damit sind wir jetzt bei 42, jetzt sogar 43%. Ja, das sollte doch passen, oder? So, jetzt geht's los mit den ganzen Dünger-Sprengstofffabriken. Dann schauen wir mal, wie es danach so ein bisschen aussieht. Kleinbürger sind jetzt dazugekommen. 5% sind relevant geworden. Geben uns hier sogar einen kleinen Bonus, nämlich plus 10% Bürokratie. Oh Gott! Und das ist nicht nur ein kleiner Bonus. Insofern tatsächlich gar nicht so schlecht für uns, dass die Kleinbürger da sind. Wenn wir sie freundlich halten, schön. In Jakutsk ist Gold entdeckt worden. Nochmal, was haben wir hier? Goldrausch. Ja, das kennen wir schon. Wir machen Mainz alles Mainz, um den Durchsatz ein bisschen zu erhöhen. Das wird unsere Bilanz etwas verbessern, wenn hier die Beschäftigung einläuft. Aber auch nur etwas, so wie es aussieht. Ja, und die Sache mit den Zöllen, so richtig, haut das nicht durch, ne? Da habe ich mir mehr Hoffnungen gemacht. Unsere Bilanz wird eher immer negativer. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, warum das jetzt eigentlich der Fall ist. Wir hätten... Ne, Autorität haben wir auch nicht mehr für Verbrauchsteuern. Also, ich glaube, auf der Einnahmenseite... Ja, Zölle haben sich möglicherweise abgeschwächt. Auf der Einnahmenseite hat sich jetzt nicht so viel getan. Das ist nämlich der Punkt, ne? Durch den Ausbau der Regierungsgebäude hat man auch deutlich höhere Kosten. Das darf man nie vergessen. Und es kann wirklich so sein, wie manche gemutmaßt haben, dass
halt das gar nicht mehr Steuer, also netto mehr Einnahmen bringt, wenn man da diese Steuerkapazität erhöht, weil am Ende in dieser Phase noch die Gehälter und Waren einfach zu teuer sind. Gut, hier kommen ein bisschen Subventionen dazu. Das ist der Diplomatiepakt kam dazu. Die Zinsausgaben steigen natürlich jetzt. Das ist der Punkt, der jetzt natürlich ansteigt. Und wir hatten hier eine Fluthilfe. Oh ja, 24.000. Oh mein Gott, diese Fluthilfe. Wann geht die denn zu Ende? Fluthilfe, noch 21 Monate. Dann wären wir im Plus ohne zumindest Baumaßnahmen. Okay, also das haute richtig rein. Ich glaube, das hatten wir während der Revolution gemacht. Bin mir nicht ganz sicher. So, wir haben jetzt Amt für Inneres erhöht und tatsächlich scheint uns dieser Wert schon vorher abgezogen worden zu sein. Aber ich sehe gerade, wir können schon Stufe 3. Ja, Leute, dann ist das noch viel wichtiger. Dann gehen wir auf Stufe 3. Wir können sogar schon Stufe 4. Das machen wir. Wobei, jetzt wird uns der auch nicht abgezogen, der Bürokratiewert. An welcher Stelle wird der denn abgezogen? Oder wird der so schleichend eingeführt? Wird das immer weniger? Könnte das sein? So, oh Gott, wir haben die Debattenphase erreicht. Hervorragend. Mit 43%. Portugal, Asien, Neutralität. Interessiert uns beides nicht. Wir schauen mal. Ja, es dauert noch ein bisschen, ehe das hier alles gebaut ist. Minus 80.000. Die Briten wollen hier Bundelkant annektieren. Boah, was haben die denn für... Na gut, das sind alles ihre ganzen Vasallen, Commonwealth-Länder. Das ist schon enorm hiermit. 821 mobilisierbaren Bataillone. Wahnsinn. So, es gibt einen neuen Oberhaupt der Gewerkschafter. Aber um ehrlich zu sein, die Gewerkschafter sind sowas von irrelevant noch, dass uns das nicht sonderlich interessiert. Engpass von Gummi. Wer benötigt denn jetzt schon Gummi? In Orland. Okay, das ist... Die sind technologisch schon weiter. Das betrifft den Markt, aber nicht unser Land. Jo. Das muss uns also jetzt noch nicht nervös machen. Wann können wir hier eigentlich weiter agieren? Dauert noch seine Zeit, ne? Diplomatie, Waffenstillstand. 11 Monate noch, dann geht das weiter. Stadt der Fülle in Ingermannland. Ja, wir machen wieder hier nur das Normale in Anführungsstrichen. Lasst sie feiern. Wir sehen, dass die orthodoxe Kirche weiter stärker wird. 23,5. Wir sehen aber... Ja, nee, wir haben ja die Rechtsänderung noch nicht durchgeführt. Okay, die Industriellen haben ein bisschen verloren. Durch irgendwelche Maßnahmen, bin ich ganz sicher. Aber der Landadel wird wirklich immer irrelevanter. Und der Aufstieg der kleinen Bürgerschaft beginnt. So, und damit sind wir tatsächlich in der Annahmephase. Und mit noch 2 offenen Rückschlägen sieht das doch eigentlich ganz gut aus. In der Mandschurei, in der äußeren, sind die Goldfelder erschöpft. Das ist schade. Dann sagen wir, was für ein Pech. Können aber jetzt hier die Goldminen ausbauen. Und das sollten wir unbedingt tun. Und damit haben wir dann schon wieder Baumaßnahmen, die wir einreihen. Tja, ich weiß nicht so richtig, ob diese Strategie, dass den Krieg jetzt aus Geldgründen so weit rauszuzögern, ob das die richtige ist. Wir gucken nochmal, hat sich hier was verändert, außenpolitisch. Ah, Spanien ist so ein bisschen Thema. Das wäre natürlich unglücklich. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Preußen hat seinen Verteidigungspakt mit uns gebrochen. Okay. Was ist mit denen los? Herzlich einvernehmlich. Eigentlich keine Besonderheiten. Gut, sie haben gesehen, dass wir vielleicht nicht so eine tollen Partner sind.
haben eine Verpflichtung den USA gegenüber und den Niederlanden. Okay, gut. Aber die hätten wir jetzt in diesem Krieg, da wäre es eh irrelevant geworden. Und Ägypten möchte einen Verteidigungspakt eingehen. Das passt geopolitisch natürlich schon so ein bisschen in die Linie. Ach, die haben eine versöhnende Haltung mit den Osmanen. Aber grundsätzlich sind die Beziehungen schlecht. Eigentlich haben die nur mit den Osmanen schlechte Beziehungen. Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal. So ein bisschen aus geopolitischen Gründen, damit die Osmanen jetzt nicht noch stärker werden, schützen wir jetzt Ägypten im Rahmen eines Verteidigungspaktes. Warum nicht? Okay. So, wir haben übrigens auch wieder 317 Einfluss. Wir könnten jetzt die Beziehung nochmal mit Österreich weiter verbessern. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann erstmal eine Pause. Und ich vermute, dass wir in der nächsten Folge dann vielleicht den Konflikt oder höchstwahrscheinlich den Konflikt um Rumänien mit den Osmanen erleben werden. Ich will es, glaube ich, jetzt nicht weiter hinauszögern. Ist zwar unangenehm für die Bilanz, aber gut. Kriegen wir schon hin. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.